2 Wochen vor der YCS. Zwei Tage vor der YCS. Something really big has just happened. We don't know if we are gonna use the revised rules. Basically not use the April 1st rules revision. We are going with the old ones. JK, we still don't know. No? Okay. They have decided to overturn their initial ruling. Jetzt denkt, das war das einzige Ruling, was vor der YCS noch nicht ganz klar war dann. But somehow they managed to fuck up the situation again. This was posted in the Discord by a judge. Must be Link Summon. You contribute this card, special summon. It was a head judge who ruled this. You are my girl. Es reicht. Meme. Review zu allerersten Remote Duel YCS. Große Frage natürlich war jetzt am Ende, können wir jetzt mit Ray Sieg beschwören? Die Antwort war diese hier. Well, yes, but actually no. Um natürlich so ein Remote Duel YCS zu spielen, braucht ihr natürlich ein Starter-Set für euer Setup. Das sieht meistens hoffentlich nicht so aus. Der Grund, warum es ein Mindest-Setup für solche Timuri geben sollte, ist halt folgendes Bild hier. Ja. Ich habe auch nichts erkannt. Ich glaube, es ist ein Dino-Deck. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts sehen können. Aber das, was die YCS am meisten zurückgehalten hat, wie Cellini Sterling bei dem M-Finale, ist die Overtime. Oh mein Gott, die Overtime. Die war so insane krank. Innerhalb der ersten paar Runden waren das mal 1,5 Stunden. Ein Typ hatte sogar so viel Zeit, einen ganzen Scooby-Doo-Film zu gucken. Einige haben in der Zeit gegessen, einige haben ein bisschen mit den Karten rumgeflext. Die Overtime war heftig. Natürlich wurde auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gespielt. Wir hatten 1796 Spieler. Holy shit! Und natürlich gibt es dabei auch einige Geschichten, die vielleicht ganz interessant sind. Mein letztes Game. Ich habe einfach gegen Invoked Shadow gespielt und ich aktiviere Rota, passt. Ich aktiviere Desires, ich kriege ein Judgment drauf. Bitter. Ich aktiviere nochmal ein Desire, weil Aktivierung wurde ja negiert. Ich ziehe mit dem fucking Desires einfach bei 20 gebannischten Karten in den Engage rein und hatte noch 2 Anchor zu suchen und eine Ray auf der Hand. Also es war knapp, aber ich habe gewonnen und das bei 20 Karten banished und dann into Engage ziehen mit Rota im Grave, sprich 3 Spells. Aua. Bei der YCS gab es 178 Skystriker-Spieler. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir den Top-Cut hier so angucke, dass es für die meisten wahrscheinlich eher so ausgegangen ist. Es gab auch witzigerweise unglaublich viele Salamangate-Spieler, nämlich 175. Im Top-Cut haben es genau 2 Stück geschafft und für die meisten anderen ging es wahrscheinlich eher so aus. 4 leaving main phase 1. Jetzt kommen wir aber ganz kurz zu dem Weg, wie man Match-Results einträgt, denn offensichtlich ist bei dem System ein kleiner Fehler drin. Das ist, by the way, nicht Red and Red schuld, das ist generell ein Problem, aber das kann man offensichtlich relativ gut ausnutzen. Hier mal so ein kleines Gesprächsfetzen von Alex, der genau die Situation abbekommen hat, was sehr traurig ist, wenn es nicht so funny wäre. Und 2 Minuten später, nachdem ich das dem Match-Result abgegeben habe, hat genau derselbe Gegner gesagt, er hat gewonnen. Dann durfte ich schön einen 20 Minuten Judge-Score haben. Hab am Ende zwar recht gehabt, aber hätte auch ganz schief laufen. Digga, du gewinnst die Runde, du reportest, dein Gegner geht zum Result-Table, sagt, er hat gewonnen. So, hä? Das Funnige ist, dieser Spieler war ein Franzose, der kein gutes Englisch gesprochen hatte. Es war also einfach nur ein Misunderstanding. Was ist denn das für ein Scheißgelag? Die Judges haben ihn weiter im Turnier spielen lassen, was an sich ja richtig ist, aber what the fuck? Das war übrigens noch ein weiterer Problemfaktor. Die Kommunikation zwischen verschiedenen Spielern. I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck. That's not what it does. That is what it does. Pot of Greed. Denn ihr müsst euch quasi vorstellen, bei dieser YCS durften alle Nationen mitspielen, außer Nordamerika und Südamerika. Denn die hatten ihre eigene YCS. Das Einzige, was schlimmer ist, als ein Match fälschlicherweise zu verlieren, ist, überhaupt gar nicht antreten zu können, weil man sich ausgesperrt hat. Oh, fuck. Das passiert nur bei einer Remote YCS.
Schreibt niemals in deinen Discord-Server. Investor, let's go! Denn es könnte als Einschüchterung gewertet werden und werdet disqualifiziert. Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer hat denn die YCS überhaupt gewonnen, wüsste ich auch gern. Ich sag's immer. Denn der Top Cut wird erst in 2 Wochen ausgespielt, wenn das Meta sich schon mal komplett verändert hat. Denn die schicken allen Leuten die Setups zu. Und wir dann herausfinden können, wie die Matches so ausgehen, wie die gespielt werden. Die werden auch jedes Match zeigen. Aber bis jetzt, YCS ist concluded. Wir haben keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Hier ganz am Ende möchte ich mich einmal ganz kurz an Rage & Trade wenden. Nehmt es mir nicht übel, das war ein sau funny Event. Das lag aber nicht an euch, zum Großteil zumindest. Macht weiter so, auf solche Events haben wir auf jeden Fall Bock. Wir sind dabei. Dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.